Und für diesen Erfolg steht einer hier an der Saar, der jetzt auch schon steht, nämlich Oliver Ludksig. Bitte schön. Wertes Präsidium, liebe Nicola, liebe Marie-Agnes Strack-Zimmermann, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, es wurde eben zu Recht gesagt, das Saarland macht den Anfang am nächsten Sonntag, der Auftakt zu einem Superwahljahr. Ich war wirklich nicht nur begeistert, wie wir heute hier zusammenkommen, sondern auch wie wir auch gestern Saarbrücken blau, gelb und magenta eingefärbt haben. Wir merken, wir sind wieder in einer Zeit, in der die Menschen politisch interessiert sind, zu den Veranstaltungen kommen, weil es um was geht. Die Umfragen zeigen, 50% der Wählerinnen und Wähler sind entschlossen, unentschlossen. Deswegen ist es umso wichtiger, jetzt in der letzten Woche, und wir leiten heute den Countdown ein, nochmal richtig Gas zu geben. Ich möchte heute in meiner Rede die Unterschiede aufzeigen. Die Unterschiede aufzeigen zwischen dem neuen Saarland und dem, was droht, wenn die FDP nicht in den saarländischen Landtag einzieht. Liebe Freundinnen und Freunde, ich war gestern in Saarbrücken am Ludwigsplatz, habe die Wahlkämpfer besucht, es hat geregnet, da bin ich einen Kaffee holen gegangen und in dem Kaffee habe ich dann einen Wahlkämpfer der Linken getroffen und der hat gesagt, Mensch, die Umfragen, die sind knapp, hoffentlich schaffen es Grüne und FDP nicht, dann gibt es ja Rot-Rot. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es wird am Sonntag verschiedene Signale geben und alle Welt schaut auf das Saarland. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir dafür sorgen, dass die Rechtsstaatspartei FDP mindestens so stark wird wie die AfD. Wer Herrn Müller gesehen hat in der Diskussionsrunde, muss doch zu dem Ergebnis kommen, dass diese Partei nichts im saarländischen Landtag verloren hat. Wir werden zweitens dafür sorgen, und ich bin mir ganz, ganz sicher, wir werden stärker werden als die Grünen im Saarland und wir werden wieder mit 6% in den Landtag einziehen und damit Rot-Rot verhindern, liebe Freunde. Ich habe mir gestern Abend noch die Mühe gemacht, mich durch das Wahlprogramm der Linkspartei zu lesen. Wahrscheinlich habe ich deswegen nicht so gut geschlafen gestern. Aber ich rate es den Bürgerinnen und Bürgern, sich das mal anzuschauen. Herr Lafontaine ist ja im Auftreten nett, deswegen greife ich ihn noch nicht als Person an. Frau Kramp-Karrenbauer hat ja einen Vergleich gemacht beim Aschermittwoch mit dem Papst. Mir geht es um die Politik, die zur Wahl steht. Weil wenn Rot-Rot kommt, wird ja natürlich Herr Lafontaine hier regieren, nicht Frau Rehlinger. Und wenn man in das Programm schaut, entdeckt man einige Punkte, wo es, glaube ich, nochmal deutlich ist, den Unterschied klar zu machen. Und an zwei Punkten möchte ich es verdeutlichen, das ist die Bildungspolitik und die Wirtschaftspolitik, weil ich der festen Überzeugung bin, dass Rot-Rot für das Saarland verheerend wäre. Meine lieben Freunde, in der Bildungspolitik sagen wir als Liberale ganz klar, wir wollen die weltbeste Bildung, das fängt in der Kita an und wir brauchen eine Bildungspolitik, die nicht alle gleich macht, sondern das einzelne Kind fördert, weil das die Gerechtigkeitsfrage ist, wie wir für Chancengleichheit sorgen. Und das fängt schon an in der Kita. Das fängt an in der Kita, wo wir sagen, da muss mehr investiert werden, wir brauchen längere Öffnungszeiten, wir brauchen mehr Qualität und das gibt es nicht zum Nulltarif. Wir brauchen frühkindliche Bildung statt reiner Aufbewahrung und wir brauchen vor allem ein differenziertes Schulsystem. Und wenn wir uns jetzt anschauen, welche Bildungspolitik der sozialdemokratische Kultusminister Herr Commerson macht, schon mit der Union zusammen, was wird dann erst passieren, wenn er zusammen mit den Linken regiert? Wir haben es ja gemerkt, er hat jetzt zwei Erlasse gemacht. Auf einmal im Wahlkampf ist die Union in der Tat nervös und distanziert sich davon, aber das ist ja die gemeinsame Politik der Großen Koalition. Das eine ist der Klassenfahrtenerlass. Wir als Liberale sagen, es muss in der Schule vor Ort entschieden werden. Aber die
Große Koalition, der Bildungsminister hat entschlossen, und das gibt es auch so nur im Saarland, dass eine Klassenfahrt nur 100 Euro kosten darf, obwohl entgegen dem, was suggeriert wurde, gesichert ist, dass jeder auf eine Klassenfahrt mitkommen kann. Ich frage mich, was passiert, wenn jetzt noch, wenn die Linke dazukommt? Also die Klassenfahrten im Saarland, die können jetzt vielleicht gerade noch bis an die Landesgrenze gehen. Vielleicht kommt man mit Jugendherberge und einer Busfahrt, vielleicht kommt man damit noch gerade so an die Grenze nach Zweibrücken. Jetzt ist die Frage, was passiert, wenn jetzt noch Oskar Lafontaine dazukommt? Wird das dann abgesenkt auf 50, auf 30 Euro? Kann man dann nur noch hier nach Wiebelskirchen fahren, zur Geburtsstätte, zum Heimatort von Erich Honecker? Also wo soll das Ganze enden, diesem Regulierungswahn? Und das geht weiter in dem zweiten Erlass, den wir ja gerade sehen in der Umsetzung. Das sind die sogenannten alternativen Leistungsnachweise. Das heißt nichts anderes, als dass es weniger Klassenarbeiten geben soll und mehr nicht vergleichbare Arbeiten zu Hause, die benotet werden sollen. Den Lehrerinnen und Lehrern soll auch genau vorgegeben werden, in welcher Reihenfolge was wie gemacht werden muss, was für großen Widerstand und Protest bei allen Verbänden der Lehrer sorgt, weil es so gar nicht umsetzbar ist und weil es übrigens auch zu weniger sozialer Gerechtigkeit führen wird, weil nicht jeder hat ja zu Hause Nachhilfe. Und die Klassenarbeit, die ist vergleichbar. Und das, was entweder per Vortrag oder per Hausarbeit gemacht wird, wird natürlich dann nicht nur von dem Schüler gemacht werden. Also es ist erstmal nicht gerecht. Es wird das Niveau weiter absenken, wenn es weniger Klassenarbeiten gibt. Und wenn dann jetzt noch die Linke dazukommt, die in ihrem Programm hinterfragt und abschaffen will, das Sitzenbleiben, die auch die Notengebung hinterfragt, dann kann man nur sagen, das Niveau an saarländischen Schulen wird ins Bodenlose absinken. Wir wollen aber die weltbeste Bildung und deswegen ist es wichtig, die Freien Demokraten zu stärken am kommenden Sonntag, liebe Freunde. Im Programm der Linken steht klar drin, wir wollen eine Schule für alle Schülerinnen und Schüler von der ersten Klasse bis zum Schulabschluss. Das heißt, was wir jetzt schon merken, dass in der Vergabe von Lehrerstellen das Gymnasium benachteiligt wird, wird natürlich verschärft werden mit Rot-Rot. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn wir in die Schulen schauen, die Lehrerinnen und Lehrer ein Stück weit überfordert sind mit den Aufgaben, die ihnen gestellt werden beim Thema Flüchtlinge, beim Thema Inklusion, wo es an geschultem Personal fehlt, wo es an Investitionen in den Gebäuden fehlt. Und wenn dann der Trend noch weitergeht zu einer Einheitsschule, bin ich der festen Überzeugung, das ist der falsche Weg. Wir brauchen Differenzierung in der Schulpolitik und der Einheitsbrei, der mit Rot-Rot-Rot droht, ist genau der falsche Weg und wir werden das verhindern, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ein weiterer Punkt hat mich zum Nachdenken angeregt. Im Programm der Linken steht drin, was ja auch die SPD immer bundesweit fordert, also kann man sich das Ergebnis denken, wenn beide zusammenkommen. Wir wollen sämtliche Zulassungsbeschränkungen an der Uni herabsenken und die Zahl der Studenten massiv steigern. Das heißt, in der Schule sollen alle Abitur bekommen und alle sollen an die Uni gehen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Noteninflation, die wird nicht die jungen Menschen fit machen für die Zukunft. Und es ist übrigens auch in hohem Maße schädlich, wenn wir durch dieses Modell, wo jeder studieren soll, viele Frustrierte schaffen und das, was Deutschland stark macht, die duale Ausbildung schwächen. Und ich bin der festen Überzeugung, der Meister muss genauso viel wert sein wie ein Master. Und wir sehen es ja jetzt am Ludwigspark. Es ist ja gut, wenn wir viele Akademiker haben, aber wir brauchen auch noch irgendwen, der den Ludwigspark nachher baut. Deswegen diese Politik, dass alle studieren, ist falsch. Wir haben einen massiven Unterrichtsausfall in den Schulen im Saarland, weil wir zu wenig Lehrerstellen haben. An der Universität des Saarlandes haben wir einen Sanierungsstau von 400 Millionen Euro.
Das Geld wurde gekürzt. Dass das anders geht, haben wir übrigens gezeigt. Trotz Schuldenbremse 36 Millionen Euro zusätzlich für Hochschulen. Aber ausgerechnet an der Hochschule des Saarlandes wurde gekürzt. Und wir waren in zahlreichen Gesprächen mit dem AStA, mit dem Senat, haben uns das angeschaut. Es gibt erfreulicherweise auch Erfolgsmeldungen, wie jetzt im Bereich der IT-Sicherheit. Aber die finden ja statt trotz der Hochschulpolitik und nicht wegen der Hochschulpolitik. Die Wahrheit ist, dass die meisten Gebäude verfallen. Schauen Sie sich im Internet die Bilderstrecke des Saarländischen Rundfunks an zum Hochschultag. Ich habe es selber gesehen. In manchen Gebäuden an der Uni ist Schimmel. Da regnet es rein. Da wird der Aufzug nicht mehr repariert. Da muss man die Treppe gehen. Und das zeigt doch, welchen geringen Stellenwert die Bildung hier hat. Und ich bin der festen Überzeugung, wer sich all die unbezahlbaren Versprechen der Linkspartei im Wahlprogramm anschaut, die werden doch auf jeden Fall erstmal ihr Thema der vermeintlich sozialen Gerechtigkeit bedienen, die zahlreichen Programme für die öffentliche Beschäftigung, die sie wollen. Für Bildung wird da kein Geld mehr da sein. Der Lehrermangel wird zunehmen. Der Uni wird es nicht besser gehen mit Rot-Rot. Und wir sind der festen Überzeugung, wir brauchen wieder Exzellenz an der Hochschule. Eine starke Hochschule gibt es nur mit den Freien Demokraten im Saarland, liebe Freunde. Es soll massive Programme geben für die öffentliche Beschäftigung. Es soll ein Stück weit das Niveau abgesenkt werden. Ich bin der festen Überzeugung, wenn wir uns genau anschauen, was gerade in der Wirtschafts- und Finanzpolitik droht für das Saarland, dann wird der Standort Saarland massiv geschwächt werden, wenn es hier zu einer rot-roten Regierung kommt. Und das, was wir in unserem Programm haben, ist der exakte Gegensatz. Wir sagen, wir wollen eine neue Gründerkultur. Wir haben es ja auch auf unserem ersten Plakat zum Ausdruck gebracht. Wir waren an der Uni und mussten feststellen, dass das Gründerzentrum, und wir haben ganz viele tolle Unternehmen, Ausgründung, voll ist. Und die Landesregierung hat es versäumt, ein Starterzentrum 3 zu bauen, was wir vehement fordern. Wir müssen den Mittelstand stärken. Wir müssen Bürokratie abbauen. Das ist das Gegenteil dessen, was Rot-Rot hier machen wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich sehe es eher als Drohung, wenn jetzt von einer Rekommunalisierung die Rede ist. Im Programm der Linken heißt es ganz klar, wir wollen mehr staatliche Betriebe. Wo das hinführt, haben wir doch gesehen im Saarland. Als einzige Partei im Saarländischen Landtag haben wir in der Periode 2004 bis 2009 die sogenannte Lex-Fischzucht abgelehnt. Und die Linken wollen weiter diesen Weg gehen, die anderen Parteien auch. Wir haben schon in Völklingen ein staatliches Bestattungsunternehmen. Ich bin mal gespannt, was noch alles rekommunalisiert werden muss. Ich kann sagen, das wird teuer für den Bürger. Das wird teuer für den Bürger, wenn jetzt auch noch weitere Unternehmen verstaatlicht werden, rekommunalisiert. Gerade im Bereich des Handwerks wird es hier zu unfairer Konkurrenz kommen. Und das ist der falsche Weg. Eine Partei muss auch noch sagen, privat vor Staat und nicht Staat vor privat, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und es lohnt sich, das Programm zu lesen, auch wenn da jetzt großväterlich nett drüber hinweggetäuscht wird, muss man genau zuhören, was jetzt kommt. Und kritisiert wird ja auch beispielsweise die Erbschaftssteuer, die nicht weit genug geht. Wir sagen, wir müssen schauen, dass wir unsere mittelständischen Strukturen, Nicola Beer hat es eben gesagt, behalten und stärken. Und die Linke sagt es genau andersrum. In ihrem Programm sagt sie explizit, Betriebe dürfen nicht vererbt werden, sie müssen demokratisiert werden. Das ist auf gut Deutsch Enteignung. Und das ist der exakte Gegensatz zu dem, was wir wollen. Wir wollen starke, familiengeführte Unternehmen. Wir wollen keine Enteignung, wir wollen keine Verstaatlichung, wir wollen keine Kommunalisierung. Wir sehen in Völklingen, wo das hingeführt hat. Und Deutschland ist stark, wenn wir den starken Mittelstand haben. Und Deutschland wird nicht stark sein, wenn Rot-Rot hier den Mittelstand kaputt macht im Saarland, liebe Freunde und Freunde.
Wir sagen als einzige Partei ganz klar, wir müssen auch mal wieder an die Entlastung der Bürger denken. Es kann doch nicht sein, dass überall Überschüsse entstehen und alle anderen Parteien immer neue Ausgaben erfinden und deswegen die Bürgerinnen und Bürger, die diesen Überschuss erwirtschaften, immer noch mehr zahlen sollen. Deswegen sagen wir klar, der Soli muss auch mal irgendwann auslaufen. Die kalte Progression ist ungerecht, weil es den Facharbeiter betrifft, der, wenn er mehr verdient, davon noch mehr abgeben muss. Und wir sagen auch, das Sozialste ist das mietfreie Wohnen im Alter. Und deswegen muss es bei der Grunderwerbsteuer einen Freibetrag für Familien geben. Das ist Sozialpolitik für die Mitte. Nicht weiter besteuern und abkassieren, wie es die anderen wollen, liebe Freunde. Deswegen lohnt es sich hinzuhören, wenn die Linke sagt, klare Ansage, jetzt muss gezahlt werden. Und es gibt gar nicht so viele Reiche im Saarland, was immer das auch sein soll, die diese ganzen Wahlversprechen, die hier aufgeführt werden, bezahlen können. Der Spitzensteuersatz wird ja vom Facharbeiter bezahlt. Der liegt ja beim 1,7-fachen des Durchschnittslohns in Deutschland. Und wenn man wirklich Geld haben will, muss man an die breite Mitte ran. Und wir sehen das ja, Saarbrücken hat mit die höchsten Wohnnebenkosten. Wenn an der Grundsteuer gedreht wird, zahlt das am Ende der Mieter. Deswegen, was hier angedeutet wird, da zahlen nur ein paar wenige und allen anderen geht es besser. Nein, meine sehr geehrten Damen und Herren, die breite Mitte wird die Rechnung zahlen, wenn hier rot-rot drankommt. Und ich kann sagen, es wird abkassiert, reguliert und bürokratisiert. Und das werden und können nur die Freien Demokraten verhindern nächste Woche. Und das werden wir auch tun, liebe Freunde. Die IHK hat es klar gesagt, wir haben 1 Milliarde Investitionsstau. Und das Problem ist, wenn wir uns alle Gutachten dazu anschauen, im Saarland sind die Verwaltungskosten zu hoch, die konsumtiven Ausgaben, die Investitionen in Bildung und Infrastruktur sind zu niedrig. Und da sind wir auch im Kontrast zu den großen Parteien, die ja beide weitere konsumtive Ausgaben versprechen. Die einen ein Konto, das hat man früher Wählerkauf genannt, gut, dass sie es haben durchrechnen lassen wenigstens, und die anderen versprechen, etwas beitragsfrei zu stellen in einer Zeit, wo die Kommunen das zahlen sollen, die das gar nicht machen können. Wir sagen ganz klar, der Schwerpunkt muss sein, unsere maroden Straßen, Brücken und vor allem für schnelles Internet zu sorgen. Und auch da wird es einen massiven Widerspruch geben, nicht nur zur aktuellen Politik im Saarland, sondern auch zu dem, was Rot-Rot plant. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Problem ist ja, 50% der Landesstraßen sind marode im Saarland. 25% der Autobahnbrücken, 40% der Bundesstraßen, das sind nicht meine Zahlen, das können Sie nachschauen, das sind die offiziellen Angaben von Bund und Land. Und das Saarland schafft es nicht mal, die vorhandenen Bundesgelder abzurufen und zu verbauen. Und es kann doch auch nicht sein, dass wir das Bau- und Planungsrecht immer komplizierter machen. Es deswegen 10 Jahre dauert, eine Brücke zu bauen bei Fesching. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir brauchen noch wieder eine Partei, die noch mal darüber nachdenkt, wie man etwas vereinfacht. Es kann doch nicht sein, dass an der A1 bei Dimming ein Fledermaustunnel gebaut wird, wo keine Fledermaus drin ist, wenn anderswo aber Windräder gebaut werden. Herr Ulrich hat es ja gesagt, da ist es egal, wenn die Fledermäuse geschreddert werden. Also wir brauchen noch mal eine Partei, die Vernunft hat, und das sind die Freien Demokraten. Und bei den Investitionen müssen wir Schwerpunkte setzen. Wir müssen Schwerpunkte setzen und deswegen wäre es so falsch, und da nehme ich auch die Ankündigungen ernst, die kommen, wenn weiter in Saarbrücken im Tunnel verplant und verbaut wird, und Frau Britz hat ja gesagt, es wird weiter gemacht, und Oskar Lafontaine hat in allen Pressemitteilungen erklärt, sein Hauptinfrastrukturprojekt für das Saarland ist die Untertunnelung der Autobahn in Saarbrücken. Meine
Sehr geehrte Damen und Herren, wir sehen doch, wie das mit den Tunnelprojekten läuft. Die laufen aus dem Ruder. Wir können nicht die Innenstadt von Saarbrücken jahrelang lahmlegen durch eine Großbaustelle. Überall im Saarland zerfallen die Brücken. Und dann heißt es, wir haben keine Planungskapazitäten, um die zu bauen, weil gleichzeitig der Tunnel geplant werden muss. Rot-Rot wird uns im Bereich Infrastruktur noch weiter in die falsche Richtung führen. Es kann doch nicht sein, dass die Infrastruktur verrottet im Saarland. Da werden wir richtige Schwerpunkte setzen, indem wir einziehen in den Saarländischen Landtag. Nicola Beer hat es eben angedeutet. Ein Wahlergebnis Rot-Rot wird ja auch ein Signal senden nach Berlin. Es wird auch außerhalb Deutschlands wahrgenommen werden. Und ich bin der festen Überzeugung, dass der Kurs von François Hollande für Saarland nicht gut sein kann. Und deswegen haben wir uns ja darüber gefreut, dass Wolfgang Clement, ehemaliger Ministerpräsident von NRW und Superminister in Berlin, ins Saarland auf Einladung der Liberalen Initiative, auf Einladung von Brigitte von Boch, Helmut Isringhaus und Horst Rehberger, bei denen ich mich besonders herzlich bedanken möchte dafür, dass über 500 Bürger jetzt die FDP unterstützen. Eine erste Anzeige hat es gegeben, eine zweite wird kommen. Das zeigt, wir haben einen breiten Rückhalt aus Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft. Das ist ein guter Weg und darüber können wir auch stolz und froh sein, liebe Freunde. Wolfgang Clement ist deswegen ins Saarland gekommen, weil er noch mal deutlich machen wollte, wie falsch die Weichenstellung wäre, wenn man all das, was erfolgreich war, hier wieder zurückdrehen würde. Und deswegen hat die saarländische Landtagswahl eine Bedeutung weit über die Landesgrenzen hinaus. Und er hat es ja klar in den Beispielen aufgezeigt. Selbst Frau Merkel hat ja die erfolgreiche Reform beispielsweise mit der Rente mit 63 zurückgedreht. Und wenn jetzt noch das wahrgemacht wird, was Herr Schulz will, bis zu 4 Jahre Verlängerung vom Arbeitslosengeld, wird das natürlich dazu führen, dass die Menschen mit 59 Jahren in den Vorruhestand gehen. Und wenn dann noch Herr Lafontaine dazukommt, der auf seinen Wahlplakaten allen Ernstes sagt und auch in der Fernsehdiskussion, wenn er drankommt, würden die Renten um 800 Euro pro Monat im Schnitt steigen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Rente mit 59, 800 Euro mehr für alle. Also bei dieser Politik müssen wir uns nicht wundern, wenn hier niemand mehr investiert im Land, wenn die Arbeitsplätze weggehen, wenn es wirtschaftlich bergab geht. Das ist nicht bezahlbar. Das ist ein Stück DDR-Leid. Das wäre die Verrotung des Saarlandes. Und das müssen wir dringend verhindern. Nächsten Sonntag hier im Saarland, liebe Freunde. Wir werden das auch in einem anderen Themengebiet sehen. Ich habe eben das Bauen angesprochen. Es lohnt sich da, die Programme zu lesen. Und auch da haben wir einen klaren Kontrast. Wir sagen als einzige Partei im Land, wenn es darum geht, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, sollten wir doch mal über die bestehenden Probleme nachdenken. Wir machen Bauern teuer immer wieder durch die Energieeinsparverordnung. Es macht alles gar keinen Sinn mehr, immer dicker zu dämmen. Alles wird teurer und deswegen entsteht kein bezahlbarer Wohnraum, den wir dringend brauchen in Saarbrücken, in Saarlouis. Aber wenn die Auflagen immer höher werden, muss man später für den Quadratmeter eine Miete verlangen, die eben nicht gerade dort geschaffen wird und notwendig ist, wo wir es eigentlich haben wollen. Und gleichzeitig leisten wir es uns im Saarland, diese falsche Politik im Bund, Nicola Beer hat es gesagt, durch Totdämmen wird das Weltklima nicht gerettet, obwohl ich dafür bin, zu dämmen, aber es muss mit Vernunft gemacht werden. Satteln wir hier im Saarland noch obendrauf eine eigene Landesbauordnung, die dazu führt, dass der Ludwigspark aus dem Ruder läuft, die dazu führt, dass die HTW seit 2 Jahren leer steht und die dazu führt, dass jeder private, jeder öffentliche Bau teurer wird.
Die ersten Faschingsveranstaltungen mussten abgesagt werden wegen überzogener Sicherheitsauflagen. Da fehlt doch ein Stück weit Maß und Mitte und Pragmatismus. Und wer die Veranstaltung verfolgt hat, hat doch gemerkt, die großen Parteien werden das Thema nicht angehen. Da braucht es den Mut der Freien Demokraten, das, was zu viel da ist an Regulierung, an Bürokratisierung, wieder ein Stück weit zurückzudrehen. Nicht nur bei der Grunderwerbsteuer, sondern auch bei unserer kommunalen Struktur. Ich hatte gestern einen Auftritt beim Jägertag, wo der Landrat Lauer groß erklärt hat, wir haben 250 Millionen Haushalt und die 40.000 Euro Jagdsteuer, die können wir nicht abschaffen, weil das so viel ist, im Gegensatz zu allen anderen Kreisen. Und dann hat er noch hinzugefügt, eine Kreisreform, die wird ja nichts bringen. Und auf meine Erwiderung, dass die Landesregierung selber gesagt hat, in einem Gutachten, dass das 26 Millionen Euro bringen würde, da könnte man die 40.000 Euro Jagdsteuer ein paar Mal für abschaffen, ist ihm nicht viel eingefallen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir als einzige Partei im Saarland diese Strukturfragen stellen. Es kann doch nicht sein, dass wir uns die bundesweit kleinsten Landkreise leisten. In den Kreis, in den Mittelstädten haben wir einen Oberbürgermeister und einen Bürgermeister. Es kann doch nicht sein, dass wir im Saarland 12 Bauämter haben, die den gleichen Sachverhalt unterschiedlich auslegen. In der einen Stadt sagen die A, in der anderen sagen die B. Und deswegen ist das das eigentliche Problem. Es bringt nichts, an der Ministeriumsstruktur was zu ändern. Herr Bouillon hat ja das St. Wendler Rathaus statt für 6 für 12 Millionen fertiggestellt. Und auf die Frage der neuen Polizeiinspektion, die jetzt entstehen sollte, musste er in der Pressekonferenz sagen, über die Kosten hätte er sich noch keine Gedanken gemacht. Also wenn wir da jetzt das Bauministerium anders aufstellen, wird das nichts ändern. Wir müssen die Landesbauordnung novellieren, wo die Große Koalition ein Sechs-Augen-Prinzip eingeführt hat. Jetzt sitzen mehr Behörden an einem Tisch, das Niveau schaukelt sich immer höher. Und auch deswegen wird der Ludwigspark immer teurer. Und ich halte es für skandalös, dass es dort keine politische Verantwortung gibt. Keine politische Verantwortung beim Land, das drei Viertel zahlt und behauptet, es hätte damit nichts zu tun. Und keine Verantwortung bei der Stadt Saarbrücken, die alle zwei Tage in der Pressekonferenz das eine und danach wieder das Gegenteil erklärt. Ich bin der festen Überzeugung, unsere Stadtratsfraktion mit Tobi Raab hat recht. Herr Schindel als der Zuständige in der Stadt Saarbrücken müsste endlich zurücktreten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Was Rot-Rot nicht kann, das sehen wir in Saarbrücken, die Stadt mit der höchsten Verschuldung bundesweit. Es wird über das Absenken von Kita-Beiträgen schwadroniert und hier in Neunkirchen, Rot-Rot erhöht ständig die Kita-Beiträge, in Saarbrücken auch. Die FDP hat es verhindert, dass die dort weiter ansteigen, sonst wäre das nämlich klammheimlich durchgelaufen. Und wenn die Linke ankündigt in ihrem Wahlprogramm, dass wir jetzt ein neues Wohnungsamt brauchen, das kontrolliert, wo per staatlichem Zwang saniert werden muss, kann ich nur sagen, gute Nacht, das geht völlig in die falsche Richtung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es geht nächste Woche um sehr viel. Es geht nicht um uns, es geht darum, welche Richtung das Land einnimmt. Und das geht weit über das Saarland hinaus. Und viele reden jetzt über die Frage, wer wird denn jetzt der Ministerpräsident oder die Ministerpräsidentin. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin der festen Überzeugung, das wird ja auch ein Stück weit hochgeschrieben von den Medien, die große Frage, wird es jetzt Frau Rehlinger oder Frau Kramp-Karrenbauer, ich bin der festen Überzeugung, es gibt da inhaltlich fast keinen Unterschied. Ich habe da jetzt mehrfach zugehört in den Debatten, da müssen wir eine Reihe an Politikwissenschaftler dran setzen, da gibt es landespolitisch, ob in der Wirtschaftspolitik oder in anderen Fragen zwischen den beiden Damen, so gut wie keinen Unterschied. Deswegen die eigentliche Frage, und die werden wir stellen, die eigentliche Frage, um die es geht, ist, wird Oskar Lafontaine, der heimliche Ministerpräsident des Saarlandes, zusammen mit Frau Wagenknecht? Und ich bin der festen Überzeugung, das wäre nicht gut für Saarland. Alle Umfragen zeigen, es wird Rot-Rot geben, es sei denn, die FDP kommt in den Landtag. Und wir haben einen ganz klaren Gegenkurs zu diesem Retro-Rot-Rot, zu dieser Verrotung. Das ist das neue Saarland, das optimistisch nach vorne schaut, das auf weltbeste Bildung setzt, das auf eine starke Infrastruktur, schnelles Internet, fließenden Verkehr, auf den starken Mittelstand setzen. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, es lohnt sich zu kämpfen für die FDP. Es kommt auf uns an, die saarländische FDP ist die entscheidende Kraft bei dieser Landtagswahl. Und deswegen rufe ich euch alle auf,
kämpft noch eine Woche. Wir werden mit 6% in den Landtag kommen. Wir werden stärker werden als die Grünen. Das ist gut für unser Land und dafür lohnt es sich zu kämpfen, liebe Freunde. Vielen Dank. Thank you.